Aber warte mal, vielleicht gibt es ja ein Reward. Genau. Nee, wichtig, immer gucken. Schade. Hm. Gut, das ist der Crafted Tier. Aber wir brauchen eh nichts davon. Gut, was machen wir jetzt? Du machst. Was machst du? Ich bin gerade beim Crafted Tier 2. Crafter? Ja. Okay. Den werden wir auch gleich im Einsatz haben. So, Jetpack. Also, was heißt gleich? Ich weiß es nicht. Constructed Vibrant Jetpack. Ach jo, Vibrant. Ja, ja. Und wir haben für fast alle Seeds da. Das ist das Schöne dran. Ach, guck mal hier, da siehst du sogar, wenn du einen Reward bekommst. Mal bei dem Reaktor und bei dem Epic Bacon ist natürlich kein Reward dabei, ne? Klar. Okay. Was hat man denn erwartet, ne? Mhm. So, Crafted Tier 3, sehr schön. Hat er erkannt? Jetpack. Da. Das Vibrant Jetpack. Ja, genau. Hat der Crafter nicht zufälligerweise auch ein Reward? Ui. Olli? Ja. Oder war das mal ein Ich glaube, hier ist ein bisschen viel Zeug. Ja, das ist unser Problem gerade. Haben wir hier... Kobbel. Wir haben Kobbel da, das ist gut. Dann baue ich mir nochmal ganz... Kann ich mir kurz eine Picke bauen? Na, ich kann die auch, nebenan. Mach nur. Ich bin gerade eher am Zeug zusammensuchen. Ich gehe an den Nebentisch hier. Warum mache ich den eigentlich aus Cobblestone? Wir haben doch Eisen da, oder? Nimm doch Diamant. Hast auch recht. Da haben wir nur zwei Stück da und 1,3k. Entschuldigung. 1,3k Essenzen. Ja. War irgendwas. Aber 1,3k klingt immer nach so viel, ne? Aber ganz ehrlich gesagt, ne? Yeah, time to mine. Kommt das Zeugs nicht richtig an oder sieht es nur so aus? Hast du es irgendwie hingeschmissen gerade? Das habe ich versehentlich anscheinend rausgeworfen. Achso, okay, gut. Weil ich bin hier gerade bei, das ein bisschen zu reinzusetzen ins System. Gut. Gut, haben wir den. Hattest du noch einen Plug? Guck, wenn dann alles drin im System. Nicht Plug, das hieß anders. Aber verdammte Schiebt einfach hier. Flux ein. Genau, ich bin ja gerade dabei. Flux. Ach, ich da oben vielleicht Flux eingeben. Ja, da haben wir noch einen. Flux Point, genau. Da haben wir einen Flux Point. So, Alter. Ein Flux Point. Ich guck zum Bakerman 60 FPS, ich guck zum Olli 30, 20. Ja, da drüben ist heftig, weil schau mal, wie viele Entities da rumliegen, hallo? Ja, das ist schon, heftig. Und das Problem ist, der Olli braucht jede Menge Speed-Upgrades jetzt gleich. Mhm. Richtig. Vielleicht könnten wir die Mechanical User auch mal an Redstone anschließen und die einfach dann mal auffüllen lassen. Lasse laufen, wir schmeißen danach einfach alles weg. Du könntest mir dann einen Gefallen tun, nochmal gucken nach Draconium Seeds, wie man die herstellt. Mhm. Da braucht man nämlich jede Menge davon dann gleich. Und mir ein paar davon herstellen. So, wie viel waren es? 81 ungefähr. Können auch 80 sein, ist egal. Was? Seeds? Seeds, ja. 81 Seeds? Oder sagen wir 40. Sagen wir 40 Seeds. Sagen wir 40 Seeds, das muss reichen. Wir wollen nicht übertreiben. Oh Gott, ich brauche dafür Tier 5 Seeds, ne? Naja, du kannst doch 7. Achso, ja, warte mal. Rezept? Nee. Theoretisch. Ah. So. Ah. Dann machst du noch eine Ho. Eine Ho. So. Ich nehme mein Seed-Bit. Gib her. So. Komm, Sieb, wir gehen. Och, warum? Hallo, haben wir euch was getan? Nö, der Olli braucht bloß das Crafting Grid im Dings und ich auch. Okay. Aber ich glaube, er braucht es im Moment dringender. Inwiefern wir das Problem da auf dem Farm loswerden wollen? Ja, natürlich. Ja, ja, mach das Problem weg. Mach das Problem weg. Ja, hallo. Das klingt gut, ja. Da muss ich mir auch wieder ein Crafting Table suchen. Wo ist noch einer? Was wollte ich überhaupt noch bauen? Alter. Okay. Ist keiner?
Da ist einer. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde Olli, und zwei Minuten, ne? Olli, du schaffst es noch hier auf Anfragen zu antworten? Du arbeitest nicht genug. Hey, ich muss auf die Maschine warten, damit ich schon mal tippen dürfte. Oh Gott, hier. Da. Kollektor, Item-Kollektor. Sehr gut, Hammer. Also du brauchst jetzt wirklich 80 Seeds. Sagen wir mal 40. 40 ist erstmal fürs erste okay. So, ich muss mich jetzt bloß richtig orientieren. Da lang, jo. So. Und dann später brauche ich noch einen Importer. Nein. So. Hingeruckelt kommen. Mechanical User. Können. Kannst loslegen. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich gehe an einen Crafting Table. Ist egal. Bist du da drüben noch am... Ah, du bist am 7. Okay, dann kann ich den Crafting Table nehmen. Ja, ist gut. Gut. So, dann brauchen wir dich hier. Also die Zäune hier sind schön gemacht, ne? Die generell die ganzen Plattformen, die sind super. Ja. Da hast du richtig. Jetzt, wo ich mal am 7 bin, kann ich mir wenigstens mal so ein bisschen die Gegend anschauen. Genau. Maustaste festklemmen und gut ist, ne? Aha. Ja, ich habe einen schweren Mittelfinger. Ich muss ihn einfach nur drauflegen. Also, das geht natürlich auch. So, Redstone. Ey, innerhalb von einer Stunde stackweise Redstone hier rumliegen haben, ne? Das ist unglaublich. Ja. Hier. Ich meine, du schaffst ja auch sehr viel. Womit sparen wir gerade, bitteschön? Ich meine, was die Crafting-Zeiten sowas betrifft. Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, du kriegst direkt aus dem Compressed Gravel die Tier 5 Seeds raus. Oh, wir haben keinen Cobblestone mehr. Um Gottes Willen, wir haben keinen Cobblestone mehr. Dafür ein Tier 5 Cobblestone-Generator. Im System liegen. Aber egal. Ja. So, rein damit. So, Mechanical User. Achso, ich brauche noch den Lever. Lever. So, wo bist du? Du bist da. Thanks. 27, dann brauchen wir noch ungefähr 10. Sag ich mal hier ein paar Stacks hier an irgendwelchen Sachen machen, du. So viel im System rum? Gut. So, und jetzt kriegen wir die Mechanical User auch hin. So gut, ich habe. Oh Gott, ich pack mal die ganzen anderen Seeds da rein. Okay. Nicht noch im MI von den Usern drin sein. Ich habe jetzt insgesamt 61 MI-User. Hast du die Yeta Branch? Brauchst du die gerade? Nope. Ach, da oben schwebt noch ein Baum rum, okay. Ich habe jetzt deine 80 Draconium Seeds. Gib hier. Nein. Ich tue sie hier in die Kiste, weil da hinten das Ding wieder auch gesammelt. Okay. Okay, danke schön. Du kriegst die nicht. Ich will sie aber. Ja, gut. Okay. Crafter. Aber der braucht auch Saft, gell? Ja, deswegen ist hier schon ein Plug oben drauf. Genau, Flux. Warte mal. Flux. Ein Receiver. Falls du das nämlich nicht machen kannst, dann setze ich den schnell. Ich setze ihn einfach an die Seite. Oh ja, genau, das ist eine gute Idee. Ich habe ihn zwar im Inventar gehabt, aber egal. Dann schmeiß ich meinen einfach wieder zurück. Passt schon, alles gut, alles gut. Muss ich sonst noch irgendwas einstellen? Nur das Netzwerk einstellen eigentlich. Habe ich. Gut. Kriegst du Energie? Du hast Energie. Hey, Tatsache, geil. Aha. So, weil jetzt kommt nämlich das, was der Olli da drüben angefangen hat zu machen. Für eine einzige Seedart. Hier in Großproduktion.
So, fangen wir mal an. Also, wir packen hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann stellen wir den mal ein hier auf maximale Kontrolle. Möglichst größtes Gebiet. Jawohl, passt. Und dann drehen wir die Dinger noch rum. 1, 2, 3, genau. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. So, ich muss bloß intern hier. Okay. Oh. Activate Block with Item 1, 2, okay, 3. Okay, mal Utils. 3. Du brauchst das da, okay. Dann machen wir mal das. Now receive. Du könntest. Apply. Soll das gleich den externen Slot reinpacken? Nein, wir brauchen gleich Blöcke. Okay, das heißt, aus den Essenzen machst du Ingots, die machen wir intern. Ja. Und aus den Ingots machen wir Blöcke und die Blöcke, die werden extern. Genauso. Genauso. Das musst du aber als zweites Rezept dann reinpacken, ne? Okay. Warum packt denn der die. Nee, du sollst es nicht. Du sollst es nur intern machen. Hallo, intern. Ja, du musst sie dann unter Umständen rausziehen erstmal. Wenn er sie einmal im Extern hat, dann kann das durchaus mal passieren, dass er da sich vertut. Du bist extern. Ach. Du kannst. All keep. Und du extern. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich guck gleich mal drüber, Lass. Ja. Du hast es aber schon grundsätzlich richtig eingestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Gott, die Partikeleffekte, du hast völlig recht. Die ja, machen dich voll kirrend. Ich glaube, ich mache die gleich mal aus. Aktion, Video Settings, Particles, Decreased, Minimal. Aha, wesentlich besser. Wesentlich besser. So. Gab es bei dir Audio oder brauchst du Hilfe? Ne, ich habe versucht, mal hier den Boden leer zu bekommen, dass der nachkommt. Aber das ist, glaube ich, vergebene Lebensmühe. Das stimmt, ja. Ne? Die sollen intern stehen bleiben. So, jetzt stimmt's. Du hast beim ersten Rezept extern eingegeben, es müsste aber intern heißen. Ja, ich habe das versucht, beim zweiten dann einzustellen. Dann hat es mir fürs erste auch wieder umgestellt. Du musst immer einen Doppelklick auf das Links machen. Probier's mal selber aus. Okay. Doppelklick auf das Rezept. Und jetzt packt er quasi. Jetzt steht's auf extern. Ja, genau, das meine ich. Das muss auf intern stehen. Auf intern stellen, auf Apply drücken und dann bleibt's intern. Die eigenen Ingots musst du aber einfach rausnehmen. Jetzt passt's, ja. Okay, ich habe den. Das andere ist extern oder intern. Genau, passt. Wunderbar. Und jetzt haben wir den Vorteil, der kann hier einsammeln, so viel wie er will und er verpackt die gleich mal. Und momentan steht er sogar noch im Schneckenmodus. Also, das scheint er noch ganz gut zu packen. Ja. Wir werden ihn aber dann, glaube ich, mit der vierten oder fünften Reihe dann mal ein bisschen beschleunigen müssen, glaube ich. Also ich glaube, wir brauchen da ein größeres Crate. Oder irgendwie noch was anderes. Der Olli versucht es ja gleich rauszukriegen. Das Problem ist, ich habe jetzt schon Stack-Upgrades drin und der kommt nochmal nicht nach. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch so einen Importer. Du brauchst ein Stack-Upgrade und den Rest Speed-Upgrades. Wenn ich das richtig verstanden habe. Doch, die Stacks. Ne, ich werde mal probieren. Ich mache das ein Stack rein. Es ist trotzdem schwierig, weil er unter Umständen sieht, dann am ersten Slot hängen bleibt, weil er da ja immer wieder ein Item reinkriegt. Aber auch das kriegen wir. Oh Mann, ey. Importer. Ah, das war das da. Ja, genau. Das da. Redstone print. Redstone und nochmal Gold. Passt. Eine Reihe machen wir auf jeden Fall noch. Du wirst geschmolzen. Okay, du kommst da rein. Du raus, du rein. Oh, fertig, danke. Hallo, Aufzugsmusik hier? Was? Nö. Du weißt doch, wir haben immer Schwierigkeiten mit GEMA-Hits und sowas, ne? Stimmt. Olli, geh mal Bier holen. Ich hab doch nix. Ach stimmt, du bist ja so ein armer Typ.
Genau. Du bist jung, du brauchst das Geld, ne? Genau. Wir können da echt meinen, du bist Student. Mindestens noch so sparsam. Ja, das einmal schon drin hast, da kriegst du es nie wieder raus. Ja, das stimmt. Ja, da hat er irgendwo recht. So, das sieht gut aus. Reicht da eins? Ja. Machen wir noch eine Reihe? Machen wir, komm. Wir sind nicht bei armen Leuten, machen wir noch eine Reihe ran. Eins, zwei. Ja, Partikeleffekte sind cool. So, eins, zwei, drei, vier. Da müssen wir jetzt einen auslassen. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt brauchen wir bloß noch die... Ah, da hast du schon ein Stack-Upgrade drin. Okay. Speed kommt noch. Mhm. Alter, das ist der Wahnsinn, wie... Ja. Diese Upgrades sind echt hammermäßig. So, ich probiere jetzt trotzdem mal Jetpack. Wäre wichtig, weil wir danach das Creative Jetpack nämlich als Reward kriegen und dann könnten wir uns nämlich auch schon mal anfangen, um die große Kugel zu kümmern, die wir auch noch craften müssen, wofür ich ja quasi hier schon mal den Grundstück herstelle. Ja, ich gehe mal weg aus der Leg Parade. Drei Stacks haben wir schon. Leg Parade, hallo! So schlimm ist das hier alles noch nicht. Noch nicht. Aber gleich. So. Ich muss ja von ganz von vorne anfangen, ne? Ja. Leather. Cow Essence. Achso. Cow. Cow. Utils. Leder. Eins reicht, gell? Brooks, ein Jetpack, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Creative wir dann kriegen. Ich hoffe, Gott, wir haben kein Kupfer. Wozu brauchst du Kupfer? Für die Capacitor. Wir haben kein Kupfer? Nein. Was kann ich nutzen, wenn du was bist? Du bist Elektrom. Du bist Stone. Brauchen wir noch Stone? Creeper Essence brauchen wir doch bestimmt nicht. Oder? Creeper Essence glaube ich im Moment nicht, ne? Gott, da nehme ich Kupfer hin. Die, lieber Dirk Schulz, ja, theoretisch hast du recht, wenn man die Originalrezepte hat, aber hier sind keine Originalrezepte drin. Hier braucht man bei 1.10 Draconium-Blöcke innen und außen Awakened Draconium. Und nein, wir müssen dafür keinen Enderdrachen töten. Das geht hier ein bisschen anders. Da haben sie die Rezepte so gemacht, dass man das schnell spielen kann. Es ist ja schließlich auch eine Challenge, ne? Also, das darf man jetzt nicht ganz verkehrt verstehen. Weil sonst wären wir hier für die, was habe ich gesagt, 370 Blöcke oder so? Ja. Durch 4, also knapp 100 Enderdrachen töten will und das in 4 Stunden? Nein, das wird nicht funktionieren. Hm. Wird knapp. Mhm. Ah, oh, lecker Fasspause. Die ist wirklich gut, also hätte ich nicht gedacht. So. Ich werde mich dann auch gleich mal an meinen. An mein Hopfenblütenthema ransetzen. Wenn ich da jetzt noch eine Reihe gemacht habe. Mein Bembel ist leider schon leer. Oh. So. Was spricht denn die Uhr eigentlich? Wir haben eine Stunde 15? Ja. Das sieht gut aus. Ja. Gefällt mir. Wie sieht's denn drüben eigentlich bei Blood Magic aus, wenn ich mal so fragen darf nebenbei? Ist noch nicht viel gemacht, außer Tier 3. Okay, alles klar. Gut. Gut, passt doch. Ist schon gut. Ist doch schon mal was. Ist mir wie gar nichts. So. Den können wir hier mal. So. Den können wir rausnehmen. Wie viele Stacks haben wir denn jetzt schon? Oh, das sieht ja gut aus. Achso, ja. Echt? Wir haben eine Stunde 17 Minuten gerade mal gespielt. Mhm. Okay, also... Kommt mir länger vor. Ehrlich mir gesagt, nicht, mir ja. Nicht. Ich bin erstaunt, wie weit wir gekommen sind in der Zeit. Muss ich echt zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so zügig unterwegs sind. Oder stimmt die Zeit nicht? Also, egal. Wir werden... Okay. Das sieht jetzt ungefähr aus, jede Sekunde ein Draconium-Block. Das ist doch schon mal eine Grundlage. Haben wir irgendwo Redstone-Alloy... Wir haben definitiv einen Seed dafür. Nee.
Redstone Seeds haben wir nur. Ich weiß natürlich nicht, Redstone Alloy weiß ich zumindest. Redstone. Kann man sich da ein Seed basteln? Ja, man könnte sich mit Intermedium Essenzen und Redstone Alloy einbasteln. Ich würde sagen, da sollte man es lieber schnell mal einen Ofen basteln dafür. Eine, nicht Segment, sondern einen. Redstone. Na, du weißt, Smelter. Ja, Smelter. Genau, den Alloy Smelter. Nein. Soll ich dir mal schnell einen Alloy Smelter basteln? Ja, bitte. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite und bastel ihn mal auf der Seite. Also, okay, Gott. Weil der Olli braucht da drüben ja auch ein bisschen seine Ruhe und seine Kraft. Wo hast du jetzt eigentlich den Kupfer, das Kupfer hier? Das, ich habe das Kupfer angebaut. Ich habe die Creeper Essence abgebaut und habe das Kupfer jetzt angesetzt. Ja, okay. Das, ich dachte schon, wir haben gar keine Seeds dafür. Entschuldigung, das war jetzt mein... Ich habe das falsch verstanden. Conductive Iron haben wir ein Seed. Bin mir ziemlich sicher. Ja, Hammer. 81 und Ich hab's geschafft. Die Crate ist leer. Cool. Kannst du auch so ein Ding anbauen? Er ist fertig mit dem einen. Bau doch noch was an. Panik. Natürlich. Ich spring gerade mal in den Abgrund. Ja, bitte. Schreib eine Karte, wenn du unten bist. Gott, bin ich heute wieder gehässig. Den machen wir mal hier mitten rein, weil dann kannst du nämlich links in die Mitte in den Gang. Klaus? Ja, hier, achso, hier. Okay, alles klar. Den Plug solltest vielleicht du dann setzen an den Alloy Smelter, weil dann ist das ein wenig einfacher. Okay. Und ich schau mal, ob ich dann noch auf die Schnelle ein Octetic Capacitor noch hinkriege, dass das Ding aber ein bisschen beinig riecht. Saft kriegt er. So, jetzt mal zurück zum Jetpack. Sollt ihr gleich noch ein paar Capacitors bauen, wenn ich eh schon dabei bin? Kannst du gerne machen, ja. So, haben wir mittlerweile... Nee, haben wir nicht. So, machen wir mal raus. So. Und dann. Chuck. Oh, wir brauchen. Mehr Silikon. Coal Powder. Wie komme ich denn an Coal Powder bitte ran? In der Sägemehl. Toll. Ich brauche eine Sägemehl. Da war was. Sägemehl. Gut. Brauchen wir eine Sägemehl. Ist ja okay. Noch ein Capacitor dafür. Ein Maschinenchassis dafür. Und ein Pisten dafür. Oh, das ist ja das einfache Pistenrezept. Ups. Da war was. So, nein, du sollst mir keinen. Oh, Mann. Segner. Oh, ich hätte Kohle gleich mitnehmen sollen. Du bist doch. Brauche ich da echt jetzt das andere Silikon? Das kannst du gleich in der Segment herstellen mit Sand. Sand war das doch, ne? Ne, Refined Storage geht ja auch. Alloy Smelter. Wie gesagt, du könntest links oben relativ einfach das Silikon von Ender.io basteln. Mit einer Sense sollen wir Diamanten oder Smaragde versuchen zu ernten. Da jemand dran? Was? Bitte was? Steht bei uns im Chat drin auf Twitch, dass wir mit einer Sense versuchen sollen, Diamanten oder Emeralds bzw. Smaragde zu ernten. Na komm. Ja, Redstone Alloy, cool. Capacitor. Ich baue gerade. Ja, wir brauchen wahrscheinlich sogar mehr. Oh, das was? Das waren Gold Nuggets, die gerade fehlen. So, Gold Nuggets, das Problem ist gerade behoben. Glowstone. Was
Zylinderschwert? Ich habe einen. Okay. Hui. Gut. Den kann man sogar direkt in die Maschine reinpacken. Das ist ja cool. So. Immer noch Jetpack. Oh Gott, wie lange ich für das blöde Jetpack brauche. Das ist auch ein Scheißrezept. Da muss ich ja komplett durchkämpfen. Zum Ernten, ja. Das okay, haben wir auch schon verstanden. Du hast ja schon einen Octetic. Gut. Und hier noch einen Octetic rein. Wunderbar, passt. Klingt. Dann schaue ich mir mal die Vibrant Capacitor Bank an, die wir noch basteln müssen. So, Capacitor Bank. Das da. Na ja, gut. Egal. Sollte ausreichen. Haben wir immer 8 Stück raus. Nee. Oh, da kommen bloß 2 raus, okay. Bei dem Binder Composite kommen bloß 2 Conduit Binder raus. Okay. Also ich kenne das mit 8, glaube ich, Johannes. Ja, richtig. Kenne ich auch so. Hm. Ja gut, so viel Kabel brauchen wir zum Glück nicht. So, cool. Ja, so, dann basteln wir uns nochmal ein bisschen von das rein. Warum habe ich hier Zombies sind schon wieder in der Tasche? Mann, wo kommen die wieder her? Da sammle ich mal überall wieder irgendeinen Dreck ein. Hm. Capacitor, Octetic, da brauchen wir noch 2, genau. Da brauchen wir noch ein paar Double Layer. Yeah! Conductive Iron Jetpack. Hui! Oje. So, jetzt brauchen wir. Oh Gott. Nein, Conductive Iron. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe auch was Einfaches zwischendurch gemacht. Was denn? Filter. Hey! Filter. Sehr gut! Einfach, naja. Doch, der war einfach. Man muss es erstmal machen, ne? Kann man das hier einstellen? Ignore. Irgendwie ist man bei dem Modpack die ganze Zeit beschäftigt. Jetpack, zack. Ich habe auch mal was Einfaches gemacht. So, und ich schaue mal ganz kurz in die Ender Chest, ob wir irgendwas dafür bekommen haben. Nein, natürlich nicht. Mann. Ja, wieso noch? Genau. Wieso auch? Ach, Iron Quartz Grau. Oh mein Gott, weg damit. Ab in unser System. So, dann ist es weg. Stone Essenzen sind weg. Hier wird fantastisch ab. Oh. Electrical Steel, verdammt, brauchen wir ein bisschen mehr. Nein, das war nicht falsch. So, Speed-Modus. Passt. Hallo? Hallo. Wieso kommt nichts mehr raus? Ja, weil Inventar voll. Deswegen. Okay, machen wir mal eine Reihe frei hier. So, Electrical, ja. Und du bist auch wieder im Kreis angelegt. Mann, Inventar voll, verdammte Scheiße hier. Unglaublich dumm. Und yeah. Diesmal mit Draconium-Essenzen. Das ist eigentlich was Ungewöhnliches, ne? Ah. Okay, gut. Oh Gott, und da liegt noch so viel rum. Was machen wir mit dem ganzen Zeugs hier? So, du arbeitest nicht mal. Oh Gott, was ist das denn? Du bist Pulsating Iron. Nein! Oh. Pulsating Iron? Ja, sieht's Hammer aber nicht umgesetzt. Doch? Echt? Pulsating? Pulsating konntest du doch herstellen, oder? Wir hatten doch. Wir haben Seeds da.
Ich hatte mir doch gerade ein Pulsating gebastelt. Ich mach dir das mal. Ne, ich habe hier die Seeds direkt. Ich mach gerade ein paar Essenzen. Okay. Ich brauche hier nicht besonders viel. Ich habe ein echtes Problem mit den Draconium-Essenzen gerade. Ich weiß nicht, wohin damit. Das sind einfach zu viele. Also ich glaube, wir kriegen die Storage doch voll, ha? Nein, glaube ich nicht. Sicher? Wir können ja dann gleich mal drüben gucken, wie weit wir sind. So, das sind schon mal 20, das ist gut. Komm, bastel mir jetzt wenigstens ein paar Blöcke, ein paar. Und wieder voll. Mann! So, zack, zack. Eins, zwei. Zack, zack. Bastel gleich mal Blöcke draus. Yeah, energetic. Cool. Na, was haben wir da? Haben wir noch gar nichts, okay? Dann brauchen wir einen Octalic. Da ging ja einfach. So, und die. Eins. Habe ich ja auch schon mal vorbereitet, nicht? Mhm. Nein, Emeralds fehlen. Ernsthaft? Ja, das ist schwierig, wenn das Zeugs nicht autogecraftet wird, aber dafür fehlt uns ehrlich gesagt die Zeit, das Zeugs auch noch autocraften zu lassen, ne? Ja, ja. Ist da drüben eine Crafting Table. Verdammt, die Scheiße, ich habe keine Crafting Table. Sorry. Und immer noch nichts in der Kiste. Mann, hier. Haben wir hier nicht noch eine? Nein, hatten wir nicht. Der belegt eine. Der belegt eine. Kaum gibt man den Jungs mal ein bisschen wieder Autocrafting, schon wird das alles belegt. War klar, ne? Naja, gut. Nein. So, gehen wir mal dahin. Okay, Octadic. Nee. Cover sie doch. Auch irgendwas im Crafting Table. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hallo? Ich glaube, ich mache gleich mein erstes Autocrafting-Rezept. So, ich glaube, das System ist gerade ein bisschen überlastet oder meine Verbindung zum Server hängt ein bisschen. Ich weiß es nicht. Gerade leicht verzögert war es gerade. Leicht verzögert ist ein guter Ausdruck. Arschlamm. So, 2,7k Draconium Ingots. Nein, mir fehlt ein Vibrant. Warte mal, haben wir noch Emerald? Sagen, ja, haben wir noch. Wir sollten... Ja, es liegen wahrscheinlich zu viele Entities jetzt gerade auf der rechten Seite rum. Bin fast der Meinung, die können wir jetzt abbauen. Wir haben... Was habe ich... Olli, hast du dir aufgeschrieben, wie viel ich gesagt habe, dass wir brauchen an Blöcken? Hat er. Das erste waren 786. Ja, die haben wir. Das zweite 378 mal 9. Yeah, Jetpack. Hey. Hat jetzt auch. Guck mal hier. 3 Creative Jetpacks. Yeah. Super. So, wo seid ihr? Lass sie drin liegen. Ich gehe irgendwann mal vorbei. Ich habe momentan keinen Platz mehr für sowas. Ich pack sie hier. Ah, okay. Alles gut. So, und ich pack das System rein. Wir haben noch ein super System mittlerweile. Oh Gott. Und Vorsicht, die Dinger sind, glaube ich, extrem schnell. Ja. Autsch. Oh gut, macht ja nichts. Puh, wir können fliegen. So, die Picke kann man rausnehmen. So, was haben wir jetzt? Hast du denn für einen Furnace bist du noch, ne? Ja, wenn die Essenzen jetzt automatisiert sind, das weiß ich nicht. Der Oli hatte, glaube ich, gemacht. Glaube ich. Achso, der Combustion Generator, ne? Entweder du magst einen Combustion Generator oder eventuell Blood Magic. Suchst dir mal aus, was du machen möchtest. Mir persönlich. Ich mach gerade einen Card. Wenn ich das gemacht habe, ist das in 15 Minuten fertig. Da steht genau, auch, dass wir den auf der roten Plattform nutzen sollen, ne? Was? Ja, den Combustion Generator. Achso, ja. Okay, ich baue das da drüben gleich ab, dann wird der Server-Lag wahrscheinlich gleich wieder deutlich geringer werden. Vielleicht kannst du mir ganz kurz helfen beim Einsammeln. Ja, klar. Einfach oben aus dem RF-Tool-Teil rausnehmen. Der wird automatisch wieder nachgefüllt, also nicht wundern. Ja. Das ist einfach im Moment ein bisschen viel, was da rumliegt noch. Ah, oder wird es gerade weniger? Lass mal eine Reihe vielleicht stehen, dann ist nicht ganz so schlimm. Ich könnte ja einfach noch ein paar Blöcke craften lassen, ne? So ist es ja nicht.
Ja, sollte er theoretisch, wenn er unten Platz im Inventar hat. Ah, jetzt wunderbar. Ja, ich habe vier Blöcke, vier Stacks rausgenommen. Okay, sehr gut. Gut, dann haben wir, glaube ich, genügend Draconium. So, ich habe alles mal rein. Ist er auf der roten Plattform, ne? Hieß es? Ja, da hinten ist er. Ich glaube, man ist schneller, wenn man läuft. Ich habe auch ehrlich gesagt den Eindruck, aber sicher weiß ich es nicht. So, wenn man nicht irgendwo hängen bleibt. Ja. Ach, jo, genau. Mhm. Ich will zum Combustion Engine Energie machen. Was nehme ich mit? Blaze Rods. Kann man mal machen. Ja, klar. Mhm. Klar. So, du baust weiter. Das ist gut, das ist gut. Dann lassen wir dich mal weiterbauen. Oh, ja. Okay, Combustion. Warte mal, Utils. Du machst aus Hooch, Fireboarder oder Rocket Fuel. Hm, ich würde sagen, ja, Firewater. Wenn ich jetzt wüsste, wie das in dem System hier geht, dann würde ich da sogar ein Auto-Crafting-Rezept dafür machen. Hutsch. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Wie mache ich einen Hutsch? Macht auch nichts. Das war die Kartoffelgeschichte, glaube ich. Ah, okay, da brauche ich eine Wett, ne, denke ich mal. Hätte ich auch gesagt, ja. Oh, Wett. So, Wett. Dafür braucht man doch irgendein Rezept, nicht? Ein Pattern, wie üblich, dass das ja nichts Ungewöhnliches. So, wie wird das Pattern gemacht, Stück. Das MT? Vier Tanks. Pattern. 1, 2 Cauldron. Und, oh. Früher Nase vergessen. 1, 2. Halt, wir brauchen... Eins. Ernsthaft? Achso, Electrical Steel ist das. Hast du? Wir brauchen Schieb und wir brauchen Ei. War nicht genug da. So, Potato und Sugarcane war das, gell? Glaube ich. Ja, irgendwas oder mit Sugarcane war das. Nein. Wir haben doch so wenig. Sugarcane? Weiß ich nicht. Okay. Hallo, ich will nur einen. Oh. Was bist denn du? Fused Quartz. Och, zeig mir doch mal, wie du hergestellt wirst. Ah ja. Warum habe ich da eigentlich ein Rezept dafür? 6 Stück kommen raus. So. Pattern. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Netherquarz. Was da gibt. Das da. Encode. Also, so. Und das da, plus das da, das da, plus das da, nur, sorry, links Wolle, Mitte Draconium-Block. So, warte mal, Nether. Toll. Jetzt habe ich mir die Wolle natürlich auch mal weggebastelt gerade. Weggebastelt. Ja. So. Woolcraft 64. Schlupf mal los. Ja. Ah, sollst du mir eigentlich bloß Eloise machen, danke. Übrigens ist ein Pattern Grid. Ich bin ja dämlich, ne? Aber egal. So, schau mal, wie sieht's aus mit Wool? Warum craftest du nicht? Nur Maschinenfound. Ach Gott. Das war natürlich wieder komplett falsch. Entschuldigung. So. Wo soll ich den Crusher hinstellen? Egal wohin, wir brauchen ihn eigentlich nicht unbedingt. Dann stelle ich ihn einfach da zu den Plattformen rüber, wo wir eh. Genau. Hätte ich gesagt, ja. Ich brauche noch einen Eimer. Ah ne, da ist auch einer. So, dann brauche ich noch
Den brauche ich nicht. So, jetzt aber. Jetzt aber. So. Ja, ja. Du musst mir natürlich jetzt wieder in den Vordergrund springen, du blödes Teil hier. Hau ab. Geh weg. Immer diese Benachrichtigungsfenster, diese nervigen. Jetzt funktioniert das auch. So. Wohl. So, du bekommst das Nass. Und dann Wasser hast. Ja, ja. Ist gut. Passt alles. Ist mir egal, ob da ein Update dafür da ist. Bin ja ganz woanders gerade beschäftigt. Pattern. Hallo? Wo ist mein Pattern hin? Ja, dann ist es. Das ist was Energie. Haben wir. Flux. So. Bam. Yeah, sauber. Sehr gut. Und ein letztes Pattern machen wir uns noch. Oh, dann kann man noch im Card gucken. Das dürfte jetzt auch schon fertig sein. Oder bald. Super. Gut, oder? So. Dann muss ich auf meine Schleuse schon. Wie viele? Na, doch noch nicht. Das dauert. Jawohl. 178. Ja. Yeah. Du machst mir Hooch. Okay, und du machst mir aus Hooch. Du musst mir aus Hooch. Dann mal Utils. Oh, wir brauchen noch Farbe. Utils. Gut, das kriegen. Rezepte, wo habe ich hier die. Hallo? Ah, hier. Rocket Fuel oder Firewater? Was wollte ich denn vorhin? Rocket Fuel. Ach so, für, ja. Gunpowder Redstone, ja, okay. Komm, ein bisschen Schwund ist immer bei der Geschichte. Okay, unsere Awakened Draconian Blöcke werden gerade gebaut. Hihi, vollautomatisch. Sehr. Dann hole ich mir. Achso, du hast sie da oben in die Kiste reingelegt, ne? Pex. Bitte was? Hast du in die Kiste reingelegt? Okay, passt. Ja, ja, ja. So. Jetzt hätte ich doch glatt mal eine halbe Minute Zeit zum Druschnaufen, oder wie? Oh Gott, wie konnte man da den Hover-Mode wieder einschalten? Den muss ich, glaube ich, dekorieren, ne? Controls, Simple Chatpack siehst du so, glaube ich, ne? Brauchst du noch Wasser? Okay. Simple Chatpacks. Hover-Mode, gut. So. Dann können Olli, wo bist du gerade? Ich bin auf der Wiese. Bei der Wiese. Okay, gut. Okay, bei der Wiese, das klingt gut. So, dann brauchen wir Draconium-Blöcke. Ja, renne aber gerade wieder rüber, weil ich ein Furnace brauche. So, noch die Stacks, die da drin stecken, genau. Gut. Rüber. So, und da können wir uns jetzt noch, mit der 1.10-Version einfach machen. Können wir uns jetzt hier sagen, Build Guide. Und dann können wir uns noch währenddessen einen Builder Swan vielleicht machen. Das könnte uns die Sache beschleunigen, wenn wir richtig tippen. Einen Builder Swan. Nein, wir bauen uns keinen Builder Swan. Hieß das nicht Better? Ach doch, da. Okay. Zack, zack. Diamond Wand. Jawohl, was haben wir denn da noch? Wolle. Wolle brauchen wir gerade nicht. So. Da irgendwo in der Mitte ist der da, genau. Haben wir schon irgendwo Strom, wo ich was dran setzen kann? Ja, Strom. An den roten theoretisch Knubbel. Ja. Da an den roten Knubbel kannst du was dran setzen. Stimmt's? Da haben wir noch einen zu wenig.
Nein, Olli experimentiert mit Laserstrahlen, um Gottes Willen. Rennt! Ja, rennt. Er macht aktuell. Nein, nein, die sind sicher. Du weißt doch nicht, genauso wie die Rente, oder was war das? Genau, ja. So, dann können wir nämlich hier mit dem Bild aus Wund. Hoffentlich. Alter, du rennst so schnell die Treppen runter, dass du sogar Schaden nimmst. Eins, zwei, genau, zwei, zwei, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei. So, und du hast Rocket Fuel, sehr gut. Also, warte, das machen wir so. Zack. Extract, always active und du insert. Yeah! So, jetzt müsste. Das passt. Ja, wir generieren RF. Sehr schön, super. Und zwar 160 RF pro Tick. Wir müssen in Summe, glaube ich, 500.000 oder sowas herstellen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Oh, 14% haben wir schon. Das ist echt mal cool. So, Card. Hä? Construct a card from Steve's Minecarts using the following das modules. Das ist der Oli gerade. Da ist der Oli gerade schon drin. Ah, okay, gut. Ja, das läuft schon. Das ist ein paar Minuten fertig. Achso, okay. Item Filter is completed. Hand Heat Filler. Ah, Beef Rest, ne? Ah, Botania. Genau. Mm. Oh, da hätte ich mich schon längst drum kümmern müssen. Was heißt längst? Das hätte schon längst passiert nicht sein übertreiben. Können. Ne? Nicht übertreiben. Wir sind hier bei unserem ersten Versuch. Also von daher bin ich da über unsere Geschwindigkeit bisher mehr als positiv überrascht. Eine Mystical White Flower, ja, ganz toll. Oh. Fertilizer habe ich noch zwei, okay. Also irgendwie ist der Building Guide hier zwar ganz nett, ne, aber ein bisschen verwirrend doch an mancher Ecke. Bone? Genau, so. Du rein, du rein, du rein. Obwohl, einen Eimer hätte ich eigentlich, Good. Ich geh mal dahin, wo es nicht so laggt. Ihhh, wo bist denn du? So, jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass ich hier irgendwo einen Block vergesse. Das wäre nämlich ziemlich fatal. Das reicht doch schon, oder? Ach komm, machen wir nochmal. Ach. Irgendwo, wo es nicht leckt, haben wir das hier überhaupt. Ich glaube nicht, nein. So, das sieht an der Stelle schon ganz gut aus. Da fehlt noch was. So. So. Dann brauchen wir eine Apotheke, denke ich mal, ne? Also. Olli, such dir doch mal was Eigenes. Weil du drüben bist, kannst du gerade mal gucken, ob das gerade fertig ist. Hm. 99,2%. Jo. Jo. Fast vor der Fertigstellung. Sehr schön. So, Apo. Die Apotheke. So. Hä? Wir haben kein Nesa-Quarz. Das hier für mich. Den haben wir wahrscheinlich komplett zu Silikon wahrscheinlich verarbeitet, nehme ich fast an. Nee, nicht mal Essenzen. Ach so. Wow. Schwache Leistung. Ich habe vorhin auch ein paar gebraucht, aber die habe ich mir dann geholt. Ich glaube, eine Blume habe ich angesetzt, aber ich glaube, die steht nicht unter so einem Ding. Water. Und du einmal und du einmal. Ja, da kommst du einmal dahin und du einmal dahin. Komm, gib mir mal irgendeinen Block. Nein, dahin, danke. Stimmt. Na, wen noch?
So, dann 1, 2, 3, 4. Ja. Jetzt brauche ich noch ein Seed. Seed. Hier. Ah, oh, guck mal hier. So, für Stone gab es ja auch ein cooles Rezept, habe ich gesehen, ne? Ja. Okay. An der Geschwindigkeit, das wird nicht gut, ne? So, da drüben. Bis dahin. Dann können wir hier mal den Wand ansetzen. Schwupp. Minecraft und Kugeln, ja, ja. Das kann nicht gut enden. Mhm. So. Oh mein Gott, ein Fehler in der Matrix. Genau. Also ich frage mich echt, wie das Leute unter einer Stunde hinbekommen. Mehr Plan? Unmöglich. Ich denke mal, die werden sich vorher das schon ein paar Mal gemacht haben. Weil viele von denen, die ich gesehen habe, haben quasi gesagt, jedes Mal, wenn du das Ding machst, machst du irgendetwas komplett anders. Hm. Das kann ich mir gut vorstellen. So, du hattest irgendwas gesagt, dass hier die Mana-Generierung ein bisschen anders ist, ne? Du musst quasi nur ein bisschen Mana generieren, dass du das Tor aufkriegst. Also das Portal, ne, nicht Tor. Aber das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Ich muss ja falsch. Auch erstmal das Tor hinbekommen, ne? Klar. Und dazu brauchst du erstmal ein bisschen Material. Ja, da brauche ich auch noch Terra-Steel. Dafür müssten wir Seeds haben. Okay. Das klingt wie, das haben wir in der TARDIS. Ich weiß auch nicht. Terra-Steel Seeds? Krass. Ja. So, wo ist meine Home? Da ist meine Home. Mann, geh weg. Achso, stimmt, hier ist ja gar nicht drin. Oh. Muss ich doch nochmal zum... Hi. Wo? Oben schwimmt er. Über das Creative Chatpack freue ich mich sehr beim Bau dieser Kugel. Muss ich zugeben. So, hier kommt dann bloß noch das Zeug hin. So, schauen wir mal. Da fehlen noch welche. Gut. Also das mit dem Timer finde ich richtig gut. Den hätte ich auch gern in anderen Spielen. Also Minecraft meine ich. Dass du aufhörst irgendwann damit? So ungefähr, ja. Als ob das klappt. Nee. Ja, ja. Aber das kennen, glaube ich, die meisten. In Civilization habe ich auch eine Uhr, das bringt nichts. Yeah, so. Der Olli hat Card. Hey, ich hab Card. Sehr gut. So, dann hier ist gut, hier ist gut, hier ist gut und oben? Oben ist auch gut. Ja, hallo, ich muss hier bloß noch Awakened Draconian Blöcke platzieren und dann habe ich die Kugel hier auch. Hoffentlich habe ich mich nirgendwo verbaut, weil das wäre scheiße. Aber gut, So, ne. Nochmal ein Stick am Mann. So, ich brauche eine Axt. Kind. So. Okay. Also, noch einmal Konzentration aufbringen. Boah, ich bin so verschwenderisch.
wieso bist du verschwenderisch? Nicht verschwenden, wir haben doch kein Material, wir haben doch nichts. Ich habe mir eine Diamantaxt gecraftet. Ui. Aha. So, was brauche ich noch alles? Oh Gott. Oh, das war jetzt natürlich dämlich. Kann man besser machen, indem man das so macht. So, einen Spreader. Genau. Bist denn du Spreader Turntable? Ja, genau. Pulsmaler? Nee, bestimmt nicht. So, ich habe meinen Mana Pool. Ich habe meinen Spreader. Jetzt fehlt mir bloß noch die. Warte mal. Add Botania. Welche Pflanze machen wir jetzt am besten? Ich meine, es ist dunkel. Die für Kohle. Die Endoflames. Genau. Mystical Brown. Light Grey, Rot. Hä? Ach, der Uli steht da. Ich habe eben gedacht, da winkt irgendwas in meinem linken Bildschirmrand. Gott. Huhu. Hm. Noch Floral. Habe ich noch zwei. Ganz toll. Ja. Super. Genau die Pflanzen, die ich nicht brauche. Oh, braun, cool. Grau eingesammelt, brauchst du grau? Grau brauche ich auch, ja. Sei. Danke. End of Flame. Das ist nicht zufällig Light Grey, ne? Nee, es war grau. Grey. Ah, oh, gut. Grau habe ich noch, okay. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und ich brauche noch rot. Nein, keine rote mehr. Oh, verdammt. Okay, hier wieder eine Reihe drauf. Komm, bitte. Ich hätte vielleicht vorher nicht alles zu Powder machen sollen. Ja. Genau. Chatwick schnell. Vorne in der Kiste ist keine rote Blume mehr, ne? Nicht, dass ich wüsste, warum. Ich bräuchte noch eine rote Botania-Pflanze. Ja, okay. Ein Ende hier mit den Blöcken, du. Nee, absolut nicht. Achso, deine Blöcke meinst du? Ja, ja, deine wahrscheinlich auch nicht. Ja gut, ich mache im Moment nur so Fertilizer eben, ne? So, 7 Stück. Jetzt wird auch so eine verdammte rote Blume rauskommen. Sich zu Mäuse mögen. Nein! Richtig. Verbaut. Eigentlich müsste ich da jetzt einen Block drunter setzen, dann wird es schneller gehen. Gott, rein. Du bist auch mal da. Braun brauche ich das auf jeden Fall. Ich habe hier doch Spare übrig, ne? Genau. Dann lassen wir den einfach mal da hängen, wo er ist. Skill.
Und ja, CD4017BE, du hast recht, die Millisekunden hätte er hier im Timer weglassen können. Die sind irritierend. Hm. So,